Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Chaos-Theorie-Box von Beerdigung. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Chaos-Theorie von Beerdigung. Das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Die Box ist aus Metall und es macht einen riesen Lärm. Es klappert hier. Warum? Das ist diesen kleinen Kügelchen hier geschuldet, die wir hier im Boxdeckel mit eingearbeitet haben. Ja, ich würde sagen, wir machen mal die Folie ab. Und dann sehen wir uns das Ganze im Detail an. So, einmal hier. Jawohl. Also, hier haben wir einmal den Namen der Band Beerdigung und dann haben wir hier, wenn auch etwas schwerer zu lesen, den Albumtitel. Und zwar lesen wir hier CHAOS, also Chaos, und dann hier unten Theorie. Es ist eingearbeitet wie so, ja, es sind Häuserdächer im Endeffekt, wenn man das hier genauer sieht. So riesen Wohnblocks, die hier so angeordnet sind und dann eben die Dächer dieser Gebäude ergeben hier die beiden Worte Chaos und Theorie. Rein so, wenn man sich die Skyline oder die Gebäude anschaut, das erinnert mich irgendwie auf jeden Fall so an eine amerikanische Küste, ja, Miami, eventuell New York. Und hier eben dann diese Gebäude in der Schrift angeordnet. Was diese Kugeln hier unten bedeuten, also es ist teilweise möglich, die hier in diesen Bahnen laufen zu lassen. Also wenn man sich das hier ansieht, man kann die hier, auch wenn sie leicht wieder rausfliegen, aber hier sehen wir zum Beispiel die drei hier, die bleiben jetzt ungefähr in dieser Bahn. Aber die haben sehr viel Platz da drin, das heißt, je nachdem wie wir die bewegen, können die auch überall anders hinfliegen und sie machen auf jeden Fall einen ordentlichen Lärm, wenn man diese Box bewegt. Ja, ich dachte am Anfang, die Box wäre kaputt, als ich die rausgenommen habe, wegen dem ganzen Lärm und dieser Kugeln, aber das gehört so, das ist so gedacht und ist eine nette Spielerei, die man sich hier einfallen lassen hat. Dann haben wir unten links noch einen FSK 12 Sticker. Bedeutet, wir werden hier auch eine DVD vorfinden. Schauen wir mal, dass wir diesen Sticker hier wegbekommen. Jawohl. So. Hier auf der Seite lesen wir dann auch wieder Beerdigung. Auf der rechten Seite Chaos-Theorie. Oben wieder den Namen der Band. Und links den Albumtitel. Auf der Rückseite haben wir hier so ein Papier angeklebt. Und hier lesen wir Chaos-Theorie Limited Fanbox. Und dann ist hier der Inhalt einmal abgebildet. Plus er ist auch hier noch beschrieben. Also Metal Case Album Version, Bonus DVD, 3 Plektrons, Drumstick, Flaschenöffner, Beanie, handsignierte Autogrammkarte und Sticker. Gut, dann haben wir unten noch die Beteiligten, Rookies und Kings, über das Label, dass das Ganze erschienen ist. Und dann haben wir hier noch einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein und ich hoffe, dass es jetzt etwas ruhiger wird, wenn wir diesen Deckel mal abhaben, dass es nicht die ganze Zeit so klappert, wenn ich ihn runterbekomme. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Oh, und wie wir sehen können, geht das separat. Also man kann, wenn es einen dann zu sehr nervt, kann man hier auch diese Kugeln dann entfernen. Also das ist hier so eine eigene Ebene. Ich werde jetzt mal ganz kurz einfach wegen der, sag jetzt mal, Lärmbelästigung diese Kugeln rausmachen. Es sind insgesamt 5 Stück. Die lege ich mal kurz beiseite. So. Von unten sieht das so aus. Also man sieht hier wirklich schön die Prägung dieser Metallplatte. Dann packen wir die auch hier wieder mit rein. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Autogrammkarte, einen Sticker, die DVD, dann das Album in diesem Metal Case, den Flaschenöffner in der Drumstick-Optik, dann hier die 3 Plektren und die Mütze, den Beanie. Von innen glatt in Silber das Ganze.
packen wir die Box mal wieder zusammen. Jawohl. So, also einmal den Beanie aus der Folie holen. Und dann kommen wir auch gleich zum Album an sich. Also, so sieht das aus. Es ist eine Metallbox, also hier kein reguläres Jewel Case oder sowas, sondern es ist wirklich hier so ein Metal Case. Wir haben hier, bevor wir die Folie abmachen, noch einen Sticker über die Tourdaten. Also, Beerdigung Chaos Tour 2016 lesen wir hier. Das waren die Tourdates im Anschluss an dieses Release. Dann werden wir hier mal die Folie einschneiden. Und damit geht jetzt auch dieser Tour-Sticker hier verloren. Also, es ist vom Cover her ident wie auch schon das Boxcover, das wir uns schon angesehen haben. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Stück sind das hier. Also allesamt hier aufgelistet und zum Abschluss hier wieder die Beteiligten und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht dann hier rechts aufzuklappen. Als erstes kommt uns hier einmal ein Flyer entgegen zu Beerdigung Merchandise. Also anlässlich dieses Releases gibt es hier eine eigene Merch-Linie. Chaos Theorie, okay. Dann haben wir hier das Booklet und die CD hat sich hier schon mehr oder weniger verabschiedet. So, wir schauen erstmal ins Booklet. Jawohl. Wir haben hier die Texte komplett abgedruckt. Wort für Wort sind hier die Lyrics erfasst. Sehr schön. Hier kann man alles mitlesen, nachsingen, wie auch immer. Dann haben wir hier die vier Herrschaften der Band auf einem Foto. Also Alexander, Julian, Sven und Jonas. Weitere Texte. Ja, also sehr, sehr textlastig dieses Booklet. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits, wer war alles an dem Album beteiligt. Und dann haben wir hier natürlich auch noch das Einhorn von Beerdigung. Jawohl. So, dann packen wir das mal wieder zurück und kommen zur CD. Die sieht so aus, auch hier wieder das Motiv vom Cover. Und dann haben wir hier noch so eine Einheit, also so eine Ebene, was ist das hier, so Plastik, Kunststoff. Und in diesem findet dann die Album-CD Platz. Jawohl, dann machen wir das Ganze mal wieder zu und kommen zum nächsten Inhalt. Wir haben hier einmal die DVD, Beerdigung hinter dem Chaos, Band-Dokumentation. Hier haben wir auch den FSK 12 Hinweis nochmal. Allerdings ist er hier aufgedruckt, nicht aufgeklebt. Schade. So, und die DVD sieht dann so aus. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. Jawohl. So, einen Sticker haben wir mit dabei im Hochformat. Oben rechts lesen wir Beerdigung, dann lesen wir den Albumtitel. Das Ganze ist in Schwarz und Weiß gehalten. Also ein Sticker im Hochformat. Dann kommt im Querformat eine Autogrammkarte. Hier haben wir die vier Herrschaften. Es dürften Fotos eines Live-Auftritts sein. Und alle vier haben hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Sehr schön. Auf der Rückseite gibt es hier diesen Stern. Dann haben wir hier diese drei Plektren. Ich glaube, man kann ja beide Formen verwenden. Entweder Plektrums oder wie wurde es hier genannt? Nein, hier. Hier steht Plektrons. Naja. Ich werde mich jetzt mal an die Band halten. Wir haben hier drei Plektrons. Einmal dieses hier und einmal dieses hier bedeutet die drei Herrschaften, die hier mit Gitarren sind. In diesem Fall hier die drei oben haben sich hier verewigt auf dem jeweiligen Plektron und das ist auch eine schöne Sache. Also das ist natürlich nicht original unterschrieben, das ist hier entsprechend draufgedruckt worden, aber es ist der Schriftzug, die Unterschrift. So, dann haben wir etwas sehr Ungewöhnliches. Also das habe ich noch nie zuvor gesehen. Flaschenöffner, klar, gab es schon diverse.
Allerdings in dieser Optik sehe ich das zum ersten Mal. Wir haben hier eine Fusion aus Flaschenöffner und Drumstick, also so ein Holz, mit dem man hier auf dem Schlagzeug spielen kann. Beerdigung lesen wir dann die Unterschrift hier von Sven und dann lesen wir hier noch Rohema Percussion. Also das dürfte wohl der Hersteller dieser Drumstick sein. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier natürlich so ein Metallende, um entsprechend Flaschen zu öffnen. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir eine Kopfbedeckung, eine Mütze, einen Beanie. Der ist komplett in Schwarz gehalten. Und dann hier auf der Vorderseite haben wir den roten Stern mit dem Beerdigungsschriftzug. Fühlt sich an vom Material her wie so Vlies, also sehr weich und sehr flauschig, hält bestimmt auch warm. Aber ich befürchte, ja, wir haben hier leider keinen Zettel oder nichts eingenäht, das uns irgendwie Aufschluss darüber gibt, aus welchem Material das ist oder wo das Ganze hergestellt wurde. Schade. Aber ja, wenn ihr mich fragt, dann ist das irgendwie, ja, Vlies und sehr flauschig. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze, dann dieser Drumstick-Flaschenöffner hier in Schwarz, die Autogrammkarte, unterschrieben von allen vier Bandmitgliedern im Querformat. Dann haben wir hier diese drei Plektrum Ausführungen hier mit den drei unterschiedlichen Unterschriften, den Sticker im Hochformat, die DVD in der Papphülle, sowie natürlich das Album Chaos Theorie im Metallcase. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box Chaos Theorie von Beerdigung. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Beerdigung unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf.